Hallo ihr Lieben, wie ihr hinter mir vielleicht sehen könnt, ist hier ordentlich was los. Warum? Es gibt ein Mini-Konzert von der Reihe Picknickkonzerte, die das Wurzelwerk organisiert. 25 Leute dürfen zugucken, eine Person singt, wir sind gespannt. Ich bin begeistert zum zweiten Mal. Das erste Mal durfte ich eine Yoga-Stunde machen, hier in dieser fantastischen Atmosphäre. Die Idee von einem Gemeinschaftsgarten ist einmal schon toll. Und dazu noch das so zu schmücken mit so wunderschönen Tätigkeiten. Ich finde das wirklich klasse und ich gratuliere allen Leuten, die dazu gebracht haben, dass wir so schöne Stunden hier verbringen können. Tom, wie schön es ist, denn jetzt endlich mal wieder ein Konzert spielen zu können, auch wenn es nur klein ist. Es ist wundervoll. Ich denke mal, ich habe die gleichen Gefühle wie alle. Einfach das Rauskommen, mit netten Leuten in der Umgebung zu sein und zu sommerlicher Musik einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen, vielleicht ein bisschen mitzuwippen heute Abend. Ich denke mal, also da freue ich mich mindestens genauso wie unsere Gäste heute Abend. Und das Wetter sagt eigentlich alles. Hey, schönes Mädchen, ich muss dir dringend etwas sagen. Ich glaube, wir beide sind füreinander bestimmt. Ich freue mich auf lächelnde Gesichter von netten Leuten, die einen netten Abend heute Abend hier im Wurzelwerk haben. Leonie, du bist ehrenamtliche Helferin beim Wurzelwerk. Wie kamt ihr denn auf diese coole Idee, ein Picknickkonzert zu machen? Ja, wir haben diesen Garten ja schon seit einer Weile, also so seit zwei Saisons. 2019 ging das los. Und in diesem Jahr haben wir uns tatsächlich erweitert. Also wir haben jetzt das Doppelte der Fläche, eine Parzelle ist dazugekommen. Und das war für uns so ein bisschen der Anlass, dass wir gesagt haben, hey, hier kann noch viel mehr als gemeinschaftliches Gärtnern stattfinden. Also lass einfach Veranstaltungen machen, unterschiedliche Workshops und eben auch die Picknickkonzerte, die jetzt heute mit dem ersten Auftritt starten. Möchte. Wie komme ich denn an Karten und wie läuft das? Was kostet das? Die Veranstaltungen sind grundsätzlich kostenlos, so auch die Picknickkonzerte. Und wir haben eine Unterwebseite auf unserer Webseite institutfuerzukunft.de/Wurzelwerk, also für das Projekt. Und ansonsten sind wir auch auf Instagram für den oder die, die das hat. Und da gibt es auf jeden Fall auch immer alle Updates und News, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen. Was macht für dich das Wurzelwerk aus? Was ist das Besondere? Ja, wir sind nicht nur ein Stadtgarten in Wolfsburg, sondern wir sind ein Wohnzimmer im Grünen. Also hier kann man einfach verweilen, Sonne genießen, chillen. Man kann sich hier mit anderen Leuten treffen, auch Corona-konform sozusagen noch. Ansonsten eben auch die ganzen Veranstaltungen besuchen. Also es ist so ein Potpourri aus unterschiedlichen Sachen, würde ich mal sagen. Und es entwickelt sich natürlich gerade noch. Also jeder, der Interesse hat, da mitzuwirken, ist auch herzlich eingeladen. Keine Sorge, das war nicht das einzige Picknickkonzert. Es gibt mehrere in den nächsten Wochen und hier könnt ihr euch darüber informieren.